Ladies and Gentlemen, liebe Gaming-Freunde, wir spielen hier für euch Rise of Kingdoms, angespielt von Nils, von mir, ein Smartphone-Gaming, das mir bis jetzt sehr gut gefällt und ich hoffe, es hat euch auch schon gefallen und wir machen hier einfach mal weiter. Wir sind hier anscheinend noch in diesem Tutorial mit drin. Wir gucken einfach mal, wie es weitergeht hier bei Rise of Kingdoms. Hauptquest. Scharfschütze, errichte eine Bogenschießanlage. Wir sollen also eine Bogenschießanlage erstellen. Das machen wir mal. So, ich weiß nicht, was das hier unten ist. Jetzt auf einmal kriegen wir hier Nachrichten. Okay, ich weiß nicht, was das ist. So. Holzmühle, Bauernhof, Steinbruch, Goldmine. Wirtschaftlich, militärisch, Bogenschießanlage. Bildet präzise Bogenschützeinheiten aus. Und auch hier seht ihr wieder, die Kosten mit 300 Mais und 400 Holz ist also relativ gering. Und wir haben momentan wieder 104.000 Holz. Ich habe immer ein bisschen Angst, weil Mais ist ja natürlich Ressource, die nachwächst, aber das Holz, da haben wir noch keine Möglichkeit. Da müssen wir gucken, dass wir da immer ein bisschen drauf schauen. So. Bogenschießanlage. Was ist das hier? Wie kann ich das wegmachen? Das nervt, ehrlich. Eine Mauer aus Pfeilen. Okay, das schauen wir uns alles später an. Einladung zum Osiris-Turnier. Der Lärm der Schlacht ist in diesem windgepeitschten Sandgebiet zurückgekehrt. Nein, 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 ich bin ganz neu. Wie kann ich das hier wegmachen? Weiß das irgendjemand? Ich möchte gerne dieses, das hier unten möchte ich alles weghaben. Wenn jemand weiß, wie ich den Chat wegkriege, dann sagt mir das unbedingt bitte zum... Das kann ich leider nicht lesen. Zum Einklappen. Okay, und wie kann ich... Aha. Ich will das hier auch weghaben. Das kann ich nicht sehen. Aha, sehr schön. Weiß jemand, wie ich den Chat wegkriege? Das will ich nicht haben. So, ich kann das nicht wegmachen. Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen Account erfolgreich verbunden. Okay, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. So, was sollten wir jetzt machen? Wir sollten jetzt hier... Jetzt, was passiert denn jetzt? Jetzt sind wir aus dem Ding raus, oder was? Schade. Jetzt sind wir anscheinend... aus dem Tutorial raus. Bogenschießanlage. Ja, scheiße. Errichte eine Taverne. Rekrutiere 20 Infanterieeinheiten. Walderoberer. Wir haben eine Sägemühle, haben wir nicht gemacht, oder? Holzmühle. Ja, können wir hinbauen. Sägemühle. Ist also hingedonnert, ne? Ja. Weiß irgendjemand, wie ich dieses Tutorial wieder herkriege? Erforschungsbericht, Stammesdorf gefunden vor 22 Minuten. Unsere Späher hat dieses Stammesdorf während der Erkundung gefunden und wurde schnell ein Freund der hier lebenden Menschen. Nachdem sie sich unserer Situation angehört haben, waren die Dorfbewohner sehr hilfreich. Das war großartig. Okay. Wo sind wir denn? Ach du meine Güte, gibt es da viele Dörfer. Die Menschen hier sind wirklich zuvorkommend und gastfreundlich. Okay. Ich würde gerne wieder ins Tutorial gehen, weil ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Ich weiß ja nicht mal, wo mein eigenes Dorf ist.
hier, das, nee, das ist nicht meins, oder? Look, here is the city of another governor. In this kingdom, you can view other cities anytime you want. Thank you. Different civilizations have different architectural styles. Let's check it out. Okay. Sieh dir die Stadt von Gubernur an. Das ist das Anfangsdorf, das hatten wir auch. Okay. Das ist aber wirklich ein kleines Dorf. Okay. Was ist das hier alles? Ich würde gerne... Ach, das heißt so doof. Rise of Kingdoms. Schade, ich bin anscheinend jetzt rausgekommen aus dem Tutorial-Kampagne. Nee, warte mal. Ich will das nicht jetzt. Wir waren doch jetzt gerade dabei. Ist es mein Dorf? Wo ist denn mein Dorf? Weiß das jemand? Oh Gott, ist das doof gemacht jetzt. Wo ist denn mein Dorf? Ah, deine Stadt. Ja, ich will auf jeden Fall hier mal ausbilden. Ach Gott. Was ist denn I? Ah ja, 500. Ausbildungskapazität 20. Pfeil und Bogen werden in den späteren Altsteinzeit erfunden. Obwohl es Bogenschützen bereits seit diesen Urzeiten gibt, wurde die Errichtung von Bogenschießanlagen als spezialisierte Einrichtung zum Bogenschießen erst aufgrund sozialer und militärischer Notwendigkeit hin betrieben. Okay, kann ich das hier upgraden? Ja, Mais haben wir genug. Aufwerten bitte. Was ist denn hier? Aufwerten. Ja, muss ich nicht zuschauen. Da muss ich nicht zuschauen. Was haben wir denn hier? Erkunden. Auch aufwerten. Speermarschtempo um 5% erhöht. Erkundungsumfang 5x5 ist 5x5. Hm, was ist 5x5? 5x5 Einheiten? Energie plus 5. Aufwerten. Was haben wir denn hier noch? Mais. Unbedingt aufwerten. Plus 30 pro Stunde. Das ist ein bisschen weh. Das sind ungefähr 8%. Proviant sammeln. Kapazität wird um 300 erhöht. Aufwerten. Was kann man denn rekrutieren? Ehrlich? Wow. Aha, eins kann ich nur nehmen. Eins kann ich nur nehmen. 50.000 Mais. Gaius Marius Skulptur. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich nehme mal den hier. Eine machtvolle Skulptur, mit der man Gaius Marius beschwören kann. Dazu verwendet werden den Fähigkeitslevel dieses Kommandanten oder den Sternenlevel eines beliebigen Kommandanten mit derselben Seltenheit aufzuwerten. Ja, den nehme ich mal. Was ist jetzt passiert? Komisch.